Das ist geil. Das ist geil. Ja, nice. Danke für ein bescheuertes Internet. Dann machen wir den Rest halt so. Viel habe ich nicht dabei. Komm, eigentlich die beiden hier. Egal.
So. Ein Auto lang düst. Finde ich blöd. Jetzt tun für eine Waffe, aber ich habe Magazine.
durch Night Vision sehr komisch aus. Irgendwie nichts los auf dem Server. Nachbarn. 1.57 Uhr nachts und die stellen oben ihre Möbel um. Besser als wieder zu schwimmen.
muss ich gleich erstmal richtig schön eine reinwürgen. Hier machen da oben richtig laut Musik, das kann nicht wahr sein.
für ein Zombie? Aber keine Antwort. Antworte uns doch mal. Hä, was? Ist das eine Antwort? Was denn? Das mache ich ständig, Mann. Du? Nee, das ist er. Aber eigentlich gibt man Zombies gibt man einen Kopfschuss, oder? Komm mal ein Stück zurück, bitte. Zombies kriegen eigentlich einen Kopfschuss, oder? Ich glaube, wir sollten ein Stück zurück. So ein Zentimeter? Ich habe Max Ammo, ne? Du könntest ihn ja insta-killen. Wollen wir mal kurz hinter die Absperrung und so Polizei rufen und so, dass ein Zombie kommt? Ja, kannst du das, ja. Mach doch jetzt! Ah! Ja, würden Sie bitte ein bisschen Abstand halten? Wir hätten jetzt nicht so Bock, gerade mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Ich will gerade nicht wissen, wie lange Sie schon krabbeln. Das finde ich nicht okay von Ihnen. Ein Stück, hinter ihnen auch noch einen Weg. Vielleicht kann ich ja so mit ihnen kommunizieren. Nee, das war's auch nicht. Das. Komm hier rüber, ja, was ist hier gerade? Wo ist gerade das die Ecke ist? Nee. Wenn darüber kommt, darüber kommst du. Nee. Aus. Der da ist kommst du nicht rüber. Nein. Hast du die Polizei gerufen? Ich hab die Polizei gerufen, da kommst du nicht rüber. Hast du gesagt, wo wir sind? Ja, am Glashändler unten in die Burg, hab ich gesagt. Tommy, du bist viel zu dumm dafür. Tommy, du kommst da nicht rüber. Du kannst so kriechen, du kannst gar nicht laufen richtig. Richtig. Weil wenn du hier rüberkommst, wirst du auch erschossen, ist das Problem. Das wollen keine Zombies, oder? Wollen die erschossen werden? Zombies wollen nicht erschossen werden, nein. Ich hätte vielleicht die Waffe von Jeff nehmen sollen. Das wäre ja schlau gewesen, aber ich habe ja noch eine. Ja, aber du bist jetzt, ja. Kommst du nicht durch, das ist viel zu eng. Du bist viel zu fett mit deinem Rucksack. Tja, aber ist halt so, ist so die Wahrheit. Gott, ist mein Gewitter hier. Gewitter! Schade, wenn man nicht rüberkommt, ne? Oder wenn man erschossen wird, wenn man rüberkommt. Seit wann kannst du laufen? Ist doch verarsche. Ja, wo geht er hin? Er kann laufen, wieso kann er jetzt laufen? Ich geh hinterher. Warte. Ich geh noch nicht hinterher. Geh zurück! Wieso ist er erst hier drüben? Ach, ich bin weg hier.
Ganz ruhig, Zombie. Zombie, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nein! Ah, ich habe ihn! Ich habe Angst! Na hier, genau da im Wald drinne, etwas zwischen den... Sei ruhig, du Zombie! Der macht mir Angst. Ich nenne dich mal mit, Zombie. Ich habe hier einen Abstand. Ich habe hier mit dem Abstandsstange, mit der Abschleppstange, habe ich ihn auf Abstand. Ich komme zum Auto. Wo bin ich hier? Ich hab mich verlaufen. Ah, ich hab Angst. Gage, wo bist du? Ich hab Angst. Der bin Zombie. Nein, ich bin am Auto. That's what you're gonna do when it comes for you. Da ist er. Ich bin Zombie. Wir dachten schon, sie wären auch Zombies. Ich glaube, der Kopf hat Spaß beim Zombie zu fangen. Ja, komm. Was? Komm. Wie noch eine? Was? Ist da ein Rattennest? Du sollst vielleicht nicht den Polizisten anziehen. Achso, Entschuldigung. Was hat, ist da noch einer oder was? Ja, der eine ja. Polizist ist auch noch irgendwo. Was denn? Das ist der Polizist, was ist los? Da kommt noch mehr Polizist, guck mal. Ja, da wo ist Ihr Kollege? Der war auch noch im Wald. Oh oh. Was macht er da? Der jagt einen Zombie, da ist noch ein Zombie. Doch, vielleicht doch nicht, ich hab ein bisschen Angst. Das Problem ist, ich hab ihn gesehen. Oh. Ja, wo kommt der andere her? Oh, das hört sich scharf an. Geht's brauch Hilfe. Das finde ich auch. Geht's brauch Hilfe. Geht's brauch Hilfe im Wald. Sollen wir auch unterstützen oder? Nein, lass uns alleine. Hallo Zombie. Hallo, wir sind Freunde. Wie geht's dir, Zombie? Darf man deinen Namen erfahren? Das ist, aber ein das ist bestimmt ein A gewesen. Ich hab von hinten mal mit nicht jetzt hier so. Ich hab ihn gerade angestupst. Oh nein. Ich trau mich nicht. Ja, da, was hinter dir auch? Weil irgendwie sind die Polizisten alle weg gerade. Angestopst. Ach. Schau mal an. Kopfsack überziehen. Oh. Ui. Hallo? Ich glaube, der Zombie lacht, kann das sein? Willst du gar nicht wissen. Will ich nicht wissen. Aber nicht wenn der lacht, dann heißt es ja, dass er eben gestorben ist, oder nicht? Das ist nicht so gut, wenn ein Zombie lacht. Halt die Waffe draus. Bald die scheiß Waffe draus. Mach ich. Ich lass sie draus, Mann. Ich hab auch Angst ein bisschen gerade. Wenn noch mehr Zombies kommen, müssen wir die, glaube ich, auch erschießen, oder? Ja. Ja. Ja, definitiv. Es wird hell. Das ist schön. Zombies, verbrennen Zombies in Licht? Ich weiß es nicht. Nee, das sind nur Vampire. Ach, scheiße. Da hast du nicht genug Filme geguckt. Oh, Gewitter. Gewitter ist immer gruselig. Zombie, wie geht's Ihnen? Vielleicht kann ich ja noch mit Ihnen kommunizieren. Hallo? Wir wissen, dass sie da ganz tief innen drin sind. Wir müssen gegen ankämpfen. Könnt ihr es schaffen? Nee, da ist doch nicht mehr so viel drin. Ich hätte vielleicht was Falsches gesagt. Das kann schwierig sein, ich versuch's mal. Hallo, liebe Polizisten. Ich glaube. Ich guck mal nach, ob die
Du, du, vielleicht gefällt ihm das, ja? Kommen Sie zurück zum Leben, Zombie. Hallo, da sind zwei Polizisten. Polizisten, geht's Ihnen gut? Ach, mir geht's gut, aber eventuell einer unserer Kollegen nicht so ganz. Ihnen beiden geht's gut, okay? Wir sind verwirrt. Die sind aber auch keine Zombies oder sowas, oder? Negativ. Wieso tragen Sie Masken und wir nicht? Das finde ich irgendwie. Sollten die Masken haben wir von den Medizinern gestellt bekommen. Die sollten sie dann im Falle des Falles auch, auch bekommen. Achso, sind wir gefährdet? Sie sind nicht gefährdet, nein. Die Masken sind gegen die chemische Bedrohung, die drüben auf der Insel war. Ah, ist die noch da, oder? Die chemische Bedrohung ist noch vorhanden, aber die chemische Bedrohung sollte den Zombie-Virus nicht verursachen. Zumindest nicht mehr. Also wir haben jetzt eine chemische Bedrohung und einen Zombie-Virus. Da hinten zieht einer auf uns, ein Polizist. Oh. Ja, alles gut. Alles gut bei Ihnen, oder? Ich möchte mich entschuldigen, dass ich die Waffe draußen habe, aber das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Ja. Zombie, können Sie mich hören? Er hört mich. Oh ja, alles gut. Ich vermisse gerade Geld von Donauwelle, aber die finden wir schon wieder. Haben Sie keinen Funkkontakt zu denen, oder? Lach, ich glaube, der hat da was. Ich glaube, der Zombie weiß was. Vielleicht nehmen Sie den mal in die Mangel. Er lacht nämlich die ganze Zeit. Aber ich kriege ihn nicht zum Deutsch reden. Nee, aber folgendes. Wir vermuten, dass die Infektion dadurch kommt, dass die Person zu lange in der zu lange von der chemischen Belastung also unter der chemischen Belastung waren. Deswegen von dort her kommt das wahrscheinlich. Wegen ein paar Sekunden oder Minuten macht das nichts. Es liegt wahrscheinlich an Stunden. Wir sind so ein bisschen Abenteurer, wir würden eigentlich auch rüber mit so Masken. Ist uns das erlaubt? Nein, 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 auf keinen Fall. Wir schicken, wenn dann, Spezialeinheiten rüber. Okay, was machen Sie mit dem Zombie? Der wird gleich in die Quarantänezone gebracht, ich muss kurz meinen Kollegen suchen gehen, ja? Ja, da war einer im Busch. Wenn Sie Hilfe brauchen? Ja, nicht den finde ich schon wieder. Das brauchen Sie Hilfe oder so? Ja, bis gleich heißt wirklich auch bis gleich, ne? Das heißt, ich komme gleich wieder. Ich komme nicht wieder. Ich als Mensch, bitte, das wäre dann ja, genau, als Mensch, ja. Ja, Versprechen darf man nicht brechen. Okay. Helfen Sie den Kollegen, lassen Sie den nicht sterben, okay? Also, den anderen. In der Richtung ist was? Donauwelle gerade gewesen. Donauwelle, geht's dir soweit gut? Ich will ihn nochmal anstupsen. Und nicht von vorne, aber von vorne, der beißt dich, Mann, der beißt dich. Ja, du hast recht. Ich guck gerade nach links. Mann, ich hab schon ein bisschen Angst, ne, muss ich schon sagen gerade. Ein bisschen nervös. Das ist voll lustig, kannst du dir voll stibbeln. Das ist voll lustig, versuch doch mal. Ich trau mich nicht. Hallo. Haben Sie Ihre Kollegen schon wieder gefunden? Hallo? Antworten Sie mir? Haben Sie Ihre Kollegen schon gefunden, vielleicht so? Natürlich schlecht. Verwirrt? Vor allem bei der. Nee, Otto, pass mal auf von den Typen. Otto, sind Sie ein Zombie, Herr Polizist? Otto, nicht zu nah. Ich höre sie nicht, sie reden so leise. Sind sie ein Zombie? Okay. Was sagt er? Er sucht den das Zombie. Er sucht das Zombie. Ich dachte mal, es wäre der Zombie, aber ist ja auch egal. Ja, okay, hat er getroffen. Oder der ist selber ein Zombie. Das ist vielleicht der Zombie. Aber dann am Alter. Ja, da ist der Polizist wieder, siehst du ihn? Nicht zu nah, vielleicht ist das ein Zombie. Und der andere. Was ist das, Mann? Was ist das? Was denn? Warte mal. Ach, egal.
Ach, das war Musik. Ich dachte immer gerade, Alter. Ich meine, okay, okay. Der hat darum gesprochen, Alter. Ich dachte grad, Alter, was ist das? Was ist das? Ich glaube, ich sterbe. Hä? Was ist los bei dir? Alles gut? Weiß ich gerade, aber jetzt wieder gut. Ja, okay, okay. Okay. Ich hoffe, okay. Der Geld schlägt noch, Mann. Hey, also ich habe mir schon mal den Insta-Kill geholt. Und Max Ammo. Also ich bin komplett gewaffnet. Das ist gut. Ich glaube, ich habe auch, ja, voll Ammo ist für mich echt. Die machen mir keine Angst. Nein, ich habe keine Angst vor ihm. Oh, okay, vielleicht doch ein bisschen. Gesundheit? Vielleicht habe ich doch ein bisschen Angst vor dem. Ich habe Angst. Hallo. Haben Sie den Sheriff noch mal gesehen? Ja, so einen älteren, ne? Wo war der? Ja, der ist gerade da hinten. Der war ein bisschen verwirrt, glaube ich. Also ja, der ist wegen seinem Alter so verwirrt. Keine Ahnung. Ach so, das ist nicht wegen... Okay. Stellt man so jemanden ein? Ja, beruhig dich doch mal. Du bist. Oh, da hinten schießen welche. Ich geh mal hin. Ich lass dich jetzt mal hier rein. Ich hoffe, das stört dich nicht. Naja, dich kannst du eh nicht jucken. So, ihn. Ja, gut. Egal, das passt schon. Was für eine Abschleppstange, so was besitzt mein Auto gar nicht. Ja, der Herr ist infiziert, leider. Aber der war gerade noch gesagt. Bei uns, da war er ganz normal. Der Geld, bekommst normal. Du das eben hin? Bringst du ihn dann in die Quarantäne? Ich bring ihn dorthin. Okay. Mal ein Boot holen. Was ist ein Boot denn? Weiß ich nicht. Das weißt du doch. Ja, weiß ich nicht. Boote kriegt man auch nur ganz auf der anderen Seite der Insel, man, da fahr ich nicht hin. Boote, ja, aber dann können wir rüber. Nehmen Sie die Zombies gerade ins Auto? Das ist schon gefährlich, oder? Was sollen sie denn sonst reintun? Weiß ich ja nicht. Mit so einem Anhänger oder so. Ist Zombie! Ist nicht schlimm, wenn irgendwelche Leute auf die Insel rüberfahren, wie die wieder rüberfahren sehen, töten wir die halt. Ja, oh, so ist das Leben, ne? Sterben oder nicht sterben. Deswegen macht man das ja nicht, ne? Deswegen würden wir das niemals tun. Genau. Das ist ja gefährlich. Echt YOLO. Tschüss. Aber wir kommen jetzt mit zwei Infizierten. Franz, kannst du noch reden? Donauwelle. Donauwelle ist auf jeden Fall infiziert, der redet nicht mehr. Warum bewacht keiner das Gebiet? Wie soll ich meine zwei jetzt da reinlagern?
Wollt einer weg? Noch einer? Ich fahr zur Heroinbrücke. Noch hab ich Platz im Auto und kann noch ein bisschen was aufsammeln. Markiert euch. Da die letzte Sichtung. Im Erdbeerfeld. Ich sehe ihn. Nächster ist eingetütet. Ich habe jetzt da drei Dinger drin sitzen, ne? Ja, wow. Alter, halt's Maul da hinten! Die sind aber ganz schön bissig. Nagen sogar schon an sich gegenseitig rum. Also ich muss langsam mal die abliefern. Ja, da kann doch der Kollege schon mal vorbeikommen und hier aufmachen. Kommen die alle her? Ab den? Stehen bleiben! Ich habe auch noch zwei. Hab einen. Alter, Alter, wo kommen die alle her? Hilfe so langsam.
Ja, und ich hab 5. Reste da drin! Das sagt langsam nichts mehr aus. Donovell hat's auch erwischt. Komm, komm mit. Ja, mein Auto ist voll. Ja, komm mit. Alter, geht's doch? Weg von den Viechern! Ihr habt mich jetzt nicht einfach so getaset, oder, ihr Kacklappen? Hey, ihr Kacklappen! Ihr habt mich nicht einfach so getaset, oder? Sollte den Zombie gelten, tut mir leid, der Herr. Piss dich, du Arschloch! Hau ab hier! Mach einen Abflug, sonst macht Dali, ansonsten bist du weg vom Fenster! Heilige Scheiße! Was ist Batman? Ich habe einen Autounfall gemacht! Mach die Fliege hier und zwar zackig! Hilf mir bitte! Sofort! Was muss ich dich erschießen, nachdem du mich getasert hast, du Kacklappen? Verpiss dich hier, du Hurensohn! Hurensohn gesagt, der hat eine Halbmütze auf. Wie sagt deine Halbmütze auf? Pass mal auf, was du vier Wörter hier nennst, ne? Gerade wegen diesem Wort. Bitte was? Hier bei dir? Ja, genau wegen dem H-Wort. Was ist denn du persönlich, mein Guter? Ach, die Fliege hier, zwar zackig. Ja, was ist denn los, Mann? Scheiß Opferkinder hier. Ja, wir sind von Schielen. Abgang hier. Und wieder die gleiche Gruppierung, die uns wieder alles versaut. Vergessen. Der hat gerade das schönste Wort genannt überhaupt zu mir. Sorry, da hört der Spaß bei mir eh auf. Da hört der Spaß mit mir gerade auf. Der hat mich gerade als Wort so betitelt.
Ich weiß es gerade nicht genau, ich weiß es eigentlich schon ganz sicher. Ja, da werde ich definitiv gegen angehen. Ich habe jetzt zwar eben ohne Ankündigung getasert, aber ganz ehrlich, wir haben genug Dispatches rausgegeben mit der Warnung wegen Zombie-Infektion. Und dann wundern die sich und drehen durch, wenn wir die tasern, wenn die an dem an unserer Zombie-Sammelstelle sind. Duke, kommst du mal gut? Man kann nicht vieles nennen, aber das Wort hat keiner gegenüber mir zu verwenden. Ah, ich find's grad schön, dass sie grad alles kaputt machen. Geht. Alter Mann. Geht. Alter Mann. Geht. Du sagst, wir müssen uns alle verpissen sollen, weil wir Hurensöhne sind. Alter Mann. Geh aufs Kissen. Geh. Ja. Ah ne, weil er auf Betonmauer gefallen ist. Kann schon sein. Geht. Alter Jungs, ich hole euch hier raus. Meinte er, sei froh, dass ich ne? Kommen Sie mal bitte zu mir. Er geht. Ja, wir brechen alles ab hier. Er geht. Ja. Kommen Sie mal bitte zu mir. Holen Sie mich mal bitte raus. Ich hole gerade alle raus hier. Sorry. Dann holen Sie mich bitte mal raus. Danke. Komm mal zu mir. Nee, du, wir haben gerade keinen Bock mehr. Sorry. Ja, komm mal zu mir. Du musst mich freilassen. Ja, ich lasse jetzt gleich alle gleichzeitig frei. Weißt du, was du vergessen hast? Was denn? Du hast mir und meine Zombie-Brüder vergessen, die Rechte vorzulesen. Somit sind wir frei zu sprechen. Du bist so ein Sack, ey. Tja, er geht. Wir sind auf polizeilichem Boden. Sieht aus, als wären wir freie Männer. Ja, hier gilt die Vorschrift nach 10 Monaten, egal. Ja, das ist, wir sind aber 15 Monate schon. Sehr schade, dass das so ein Lauf ist. Ja, Herr Gage, Sie haben das Recht zu schweigen. Für euch, finde ich echt geil. Ja, und boah, hat das mega viel Bock gebracht. War ja richtig geil. Kann auch nicht wahr sein, dass jetzt Captain Hampelmann plus Gschuder da antanzen und den ganzen Kram zusammen machen. Das stimmt. Nee, lass mich mal hier raus, was ich weiß. Das ist irgendwie gar nicht geil. Ja. Das ist doch der größte Rotz. Alles wird abgebrochen. Dann müsst ihr geschlossen, nur mal so ein Rad von mir geschlossen, zu den gelben Engen gehen. Sorry. Sonst das Wort, der halt was gesagt hat, ging gar nicht. Wird abgebrochen wegen dem Wort, das da gefallen ist und allgemein. Meine Lieben, ich bin mal ganz kurz im Kopf. Ich gehe nämlich jetzt mal ganz schnell einfach mal direkt zum Obersten. Mach das. Okay, jo, weil das kann verständlich sein. Ja, siehst du, ich hätte mich jetzt rausgeredet mit ja, das Recht zu schweigen, alles was ich sagen kann und nichts gegen die Regeln können. Ja, das hat er vergessen, der Lappen hat er vergessen, der hat unsere Zombies vergessen, die Rechte vorzulesen. Wir sind frei zu sprechen. Und wir vergessen die Rechte, ja. Das wäre auch, ja, so Zombies durch wieder gehen, das ist nicht. Sie müssten vielleicht Torf machen. Aber an die alle wieder zurück. Was soll ich die lassen, Gage? Der ist im Kopf bei dem Bürgermeister. Mich war ein Priester? Wie bitte? Mich war ein Priester? Ja. Sehr, ihr mir oben an der Brücke auf den Sack gegangen seid, ne? Mega geil. Finde ich super.
Das ist gut. Ja, das hat Spaß gemacht. Das ist zwar nervig, aber ist geil. Ja, ihr könnt euch bedanken bei so ein paar Leuten da an der... Ja, das ist mitbekommen. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Das wird auch schon im Funk besprochen. Ja, das ist halt der größte Rotz, warum man da jetzt einfach sich wieder am liebsten hingehen, einmal das Ding komplett entleeren und wieder abhauen. Ja, das war einfach komplettes Fail-RP mit Hass. Ja, vor allem. Ja, das hätte er bei mir am Ende gemacht, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Eigentlich können wir alle, die da stehen, mit Fail-RP schön in Support reinziehen. Einfach der weg da. Also vom Server weg. Nee, der hat Glück gehabt, dass ich angekettet war da drin, weil wir ja, der hat eine Schussankündigung an Gage angegeben. Wenn du nicht jetzt hier weggehst, dann schieße ich dir die Rübe weg. Hat ich ausgeschießen? Ja, wäre ich ausgeschieden. Wir noch haben wir von da oben schon gestresst, ja. Obwohl, nee. Ich kann das alles reinsauen. Der kann wirklich ohne Scheiß, der kann Glück sagen. Krieg ich kurze Schere fest, ich mach mit. Ich hab das Gefühl, Geld gleich Spaß und geht mit Hass. Dann geh ich mit ihm, das glaubst du mir. Und wenn ich hier, okay, weg, du Apfel. In Wirklichkeit hatten wir nur Hunger auf den Snickers, aber... Essen. Ich kann nichts machen. Ich komm gleich wieder. Geht mir so auf die Eier. Das geht mir so hart auf die Eier, wie man das alles kaputt machen kann und uns da wegschickt. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Ohne Witz. Hat ihr von euch am HQ noch jemand was zu essen? Ja, wer braucht was? Der Tomograf. Sag mal, wie viel futterst du eigentlich? Hallo? Da, bitte sehr. Du musst opfern. Danke. Er hat heute noch nicht gepredigt mit mir. Komm, Pater, wir müssen gehen. Wir müssen das Wort Gottes weiter verteilen. Da oben, sie müssen. Ja. Wir müssen Gottes Faust spielen. Ich verabschiede mich dann auch mal mit. Probiere es. Ich will hier raus. Er kennt sich aus mit Spaltungen. Lass uns irgendwie nicht Mr. Polizeiwache raus. Die haben sie ja nicht mitbekommen, dass wir gehen wollen, wahrscheinlich. Moin. Wir wollen hier raus. Hey. Keine... Möchte mal einen Polizisten. Ja. Da sprechen Sie mit den Richtigen. Hier ist einer. Ich nehme lieber den da hinten. Wir sind der Manager von dem da. Ja. Yeah. Oh, Abgang über den Pfiffen. Sehr ziemlich zügig. So, was ist? Fire in the hole! Wirkt jetzt ziemlich kleinlich und du kannst über mich denken, was du möchtest. Ich hätte gerne $450 von der Polizei. Bekommst du nicht. Das ist die Medic-Rechnung aus der Taserei, den ihre Kollegen da hinten gestreckt haben. Bekommst du nicht. Bekommst von mir? Gut, der Gefahren, hör auf zu heulen. Ist klar. Dann. Wünsche ich Ihnen viel Spaß in der Mittagspause. Gut. Schlucken Sie sich an den Kaffee. Hey, wir reden doch mal Säulen. Das war eine Morddrohung, oder? Was war das? Morddrohung von dem Kerl. Ich glaube, ich muss mal ordentlich was beigebracht werden. 9 Millimeter. Der muss mal von seinem Salzhügel runtergeholt werden, ja. Da drüben. Sag mal, Mensch, Nügelchen, mal kurz so nebenbei. Was war das gerade mit einer Aktion von meinem Viecher? Keine Ahnung, ob der so ausgerastet ist. Was anderes, ihr habt uns gerade ungefähr 2 Stunden Arbeit kaputt gemacht. Das haben wir? Ja. Also nicht ihr selber, sondern also nur gerade der Typ. Ja. Nicht du jetzt, sondern... Typ. Ja. Weil alle aber machen sie mit. Aber hier habt ihr komplette Insel macht mit und hier eure 2 Karren, die machen alles kaputt. Nein, ey, Gretchen und so nicht. Ja, nee, ich sag jetzt noch nicht, aber ich kann... 2 Leute. Ein Scherz gerade über den Kampen, das mache ich auch beim Gretchen. Komm mal rein, Gretchen. Einfach das Scherz zu haben und fertig ist. Flieh. Captain Medic-Rechnung? Ja, bitte. Machen auf 1 Meter. Okay, ne?
klären wir das mal bitte. Tag. Wieso kommen wir jetzt hier eigentlich hier nicht raus? Ich muss doch das... Ja, wir müssen mal fragen. Wir müssen einfach fragen. Ich glaube, wir werden einfach straight ignoriert. Das ist halt gerade klar, das ist halt eine blöde Aktion von denen gewesen. Ganz ja, einfach. Wart ihr eigentlich auch auf der Insel? Ja. Wie? Wir waren auf der Brücke mit euch. Ja. Ich glaube, er war nicht mit auf der Brücke. Nee, er war nicht dabei. Ich war... Das hat ja alles an der Brücke begonnen. Als ja, das war auch an der bei der oberen, ne? Beim Strawberry-Feld ja. Halt ja, ne? Ja. Ich bin auf die Insel mit dem Boot rüber, also auf die Insel, wo Balavo ist, bin dann da rumgelaufen, so eine halbe Stunde, bin dann über die komplette Brücke beim Glass Trader zurückgerobbt und ja. Dann waren da Leute und die habe ich angegriffen. Ja, schade. Ey. Aber merke, die Brücke robben dauert lange. Das kann ich mir vorstellen. Sehr lange. Sind ja wir hätten, wenn wir dich gefunden hätten, hätten wir dich befreit von deinem Leiden. Ja, wir. Das hätten wir dich zwangsgetauft durchgeführt. Und dann hätten wir dich gekreuzigt und verbrannt. Das klingt doch gut, oder? Das ist das, was ich bestimmt haben wollte. Bezüglich? Okay. Hast du gehört? Das sagen wir den Medizinern. Wir glauben uns das nämlich nicht. Das ist echt scheiße, dass das ruiniert wurde durch jetzt die ein, zwei Personen. Das stimmt. Ja, das ist traurig gewesen. Nö. Hat jemand von euch noch was zu trinken? Was willst du eigentlich? Nee. Kopfnuss. Schade. Ich würde mich fragen, wir gehen dürfen. Das wäre sinnvoll, glaube ich. Aber die klären da gerade was. Nein, ich will die gerade auch nicht stören. Ich habe eh Zeit. Nichts vor. Ja, ich habe 65% trinken, aber das geht ja noch. Also ja, gut. Passt. Durst. Moment, wer bist du? Tom O'Graf. Du hast irgendwie nichts bei, kann das sein? Einmal mein... Da, bitte sehr. Danke sehr. Auch ein Bierchen sogar. Ja. Ganzen Abend laufen die Leute um ihr Essen und ihr Trinken. Und du kommst auch noch damit davon. Das ist klar. Das ist der Sinn für meinen Segen und so weiter. Nein. Das werden wir mit dem hohen Rat besprechen. Jo. Einmal um die ganzen Leute in meinem Köpfchen hier mir folgen. Vielen Dank. Ich glaube, der hat mir der K.O.-Tropfen reingemischt. Nee, ich check das ab. Frei von Bier und solchen Substanzen. Das ist keine K.O.-Tropfen, das ist noch Reiniger. Der Bier? Ja, Maria minus. Wem darf ich dann noch wieder geben? Ja, bitte. Manus, Medus, ja, wem, Manus. Den Eugen oder den Luke? Luke. Odo, Nodus, Madidus, Minidus. Adonus, Mardus. Anstoßen. Setzen Sie sich, Bruder. Jetzt haben sie den K.O. gehauen. Etsumo, Delfine, Null, K.E. Navi, Se, Ani, E. Lass den uns los, das auch für ein Muskel. Shift F8. Shift 8. Oh ja. Was ist denn in meinem Kopf los? Jetzt in meinem Kopf laufen mir ganz viele Leute hinterher. Und dann machen wir Party. Die Herren, ich wünsche euch was, ne? Schönen Tag. Dankeschön. Dank wir dürfen. Wartet auf mich. Dass wir sind freie Menschen. Freie. Okay, tanzt mir einmal raus. Tschüss. War aber geil, das Event. Hat Spaß gemacht. Rennen. Okay. Werden die falschen Propheten hinrichten. Und die Sündiger. Und die Peiniger. Ui. Die uns diese tolle Aktion verderben haben. Ich bin gerade echt pisst auf die. So richtig. Ja, das hat sich nicht gehört, was die gemacht haben. Wenn ich Server-Admin wäre, die vor allen Dingen dann das H-Wort, Alter. Mhm. Besonders, weil man kann es auch bemerkt, das war kein Roleplay. Penner oder so ist ja okay, aber das H-Wort. Das, was wir echt... zwei Stunden lang davor gemacht haben, war Roleplay, bis wir dann kamen. Das war Roleplay, ja. Und dann kommen wir halt haben Gage richtig genervt. Uns hat er angemacht, weil wir die ganze Zeit rumgegrillt haben. Aber das durften wir. Das ist Roleplay, er ist ja danach zu uns gekommen und hat gesagt, wir haben Gage richtig aufgeregt, also auf die richtige Art. Und der war einfach nur ein Vollidiot auf gut Deutsch. Geh doch jetzt hin und richte den einfach hin. Das will ich mit ansehen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich will im 1 gegen 1 Waffenkampf. Und ich werde meine Hand mit diesem Stahlgelübde auf ihn richten. Du hast die Faust Gottes auf deiner Seite.
Fisch. Oh, das ist Bug, weil du innerhalb vom Fahrzeug den Platz gewechselt hast. Warte mal. Kollege ist, ihr Kollege ist nackt. Sie müssen einfahren. Die Sanis dann gekommen wären und uns probiert hätten zu helfen und so weiter. Was für eine Mühe sich die gegeben haben, das aufzubauen. Das sind ja die Priester, von denen wir alle ja. reden. Alessio, heißt du Alessio? Hauptsache Alessio geht's gut. Alessio. Hauptsache Alessio geht's gut. Ich meine Alessio. Alessio. Hörst du mich? Der ist doch bei uns, oder? Alessio. Alessio, ist keiner bei uns, Alessio? Weil mein Ruf kaputt geht, ja, nicht doch. Deiner. Achso, ja. Ja. Das ist einmal Kappa geil. So. Sehr schade drum. Sehr, sehr schade. Ja. So, es ist 3 Uhr nachts. So, jetzt kann ich einmal da ganz durchgehen. Einmal Dragon, vielen Dank für den Follow. Danny, vielen Dank für den Follow. Grey Devil 04, vielen Dank für den Follow. Sebastian, vielen Dank für den Follow. Und der Blogger 906, vielen Dank für dein Follow. Ich kann in-game immer darauf schwer nur eingehen. Ja, sehr schade, dass die Aktion jetzt durch sowas kaputt gemacht wurde. Das ist sehr ärgerlich. Das war... leider gibt es mal solche Vollidioten, das hätte richtig gut werden können. Aber... Schade, Schokolade. Oh, ich hab noch immer Schaden dabei. Und brauchst du auch nicht. Doch, ich auch nicht. So bekloppt der Kerl. Ich schlepp das noch schnell ab. Wünsche dabei. Twitch-Chat ist allgemein down, macht dir keinen Kopf. Ich hab Angst, ich bin so... Gut, ich habe jetzt gerade noch bei dem Gage reingeguckt, ob da noch was los ist, aber da ist nichts mehr los, schade. Ich hätte gedacht, da gibt es jetzt noch ein paar Infos über die Vollidioten, aber ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Schade, dass es schon so früh vorbei ist, das Event, das hätte noch richtig geil werden können. Aber da kommt bestimmt auf den Server. Die lassen sich wieder was einfallen. Und ja. Deswegen sage ich jetzt erstmal für den Stream tschüss und auf Wiedersehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne.